Angenehmen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Radio Steiermark Frühschoppen, den wir heute live aus der Hohenhaustenne in Schladming übertragen. Wir sehen direkt aussieht da auf den Planei Zielhang. Sogar die Zuschauertribünen sind noch teilweise vorhanden. Es ist ja keine Woche noch her, dass da am vergangenen Dienstag der Marcel Hirscher der restlichen Slalom-Elite der Welt gezeigt hat, wo der Bartl in Most holt. Und es ist auch noch kein Jahr her, dass da in Schladming, nicht nur in Schladming, sondern auch in Ramsau am Dachstein und in Graz die Special Olympics stattgefunden haben. Und da werden wir diesen Frühschoppen heute ein bisschen nachklingen lassen auf dieses große Ereignis der Special Olympics voriges Jahr im März 2017 also. Die Stadtkapelle Schladming unter der Leitung von Kapellmeister Hannes Moser hat uns schon musikalisch begrüßt mit einem Marsch, der ja programmatisch ist eigentlich für Schladming, nämlich Unsere Berge, hat er geheißen. Wen haben wir heute noch dabei bei diesem Frühschoppen? Sie werden sehen, dass der musikalisch und gesanglich sehr hochwertig wird. Die Weißenbacher Sänger sind bei uns, die Wetterloch Blues und dann auch vier Burschen, die da jetzt stehen mit zwei Harmonikas, Klarinetten und Posaun. Sie nennen sich Waschecht. Und sie spielen uns jetzt ein Stornkogler-Stickel, nämlich die Rosenpolka. Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühschoppenstunde. Ganz profan gesagt, drei Brüder und ein Schuldirektor. Das bilden die Gruppe Waschecht. Ich darf jetzt aber den Herrn Bürgermeister der Stadtgemeinde Schladming, Jürgen Winter, zu mir bitten. Herr Bürgermeister, die Stadt Schladming hat schon seit über 40 Jahren bewiesen, dass die Stadt in der Lage ist, große Ereignisse makellos abzuwickeln. Es haben bereits zwei alpine Skiweltmeisterschaften da stattgefunden, die erste 1982 und die zweite vor ein paar Jahren erst. Aber voriges Jahr ein besonderes Großereignis, die Special Olympics. Die Olympischen Spiele für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sagt man gar nicht, mit besonderen Begabungen. Und ich denke, dass dieses große Ereignis noch immer nachhallt da in der Stadt.
Ja, zum einen einmal einen wunderschönen guten Morgen nach ganz Österreich, hier von Schladming aus der Region Schladming-Dachstein. Ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen in der Hohenhausdeine, im Zielhang der Planei. Und natürlich ist es so für mich als Bürgermeister, aber vor allem auch als Präsident von Special Olympics Österreich, dass die Freude besonders groß ist, wenn knapp ein Jahr vergangen ist und wir diese Spiele Revue passieren lassen, dann zeigt sich schon, was da gelungen ist, der Herzschlag für die Welt, den mein Vorgänger in Amt, der Hermann Gröll, ausgesandt hat, der ausgegangen ist von der Region, von Graz, der Ramsau, hier in Schladming und die ganze Welt erreicht hat über Europa hinaus, dann ist es eine besonders große Freude. Und wenn wir heute hier sind, um den Frühschoppen zu feiern, dann ist es in erster Linie auch denen zu danken, die damals gearbeitet haben. Weit über 2000 Volunteers, in erster Linie auch die Siegerehrungen gemacht haben, unsere Freunde vom Service Club Lions, die hier hervorragende Qualität geboten haben und unseren Sportlerinnen und Sportler somit Österreich näher gebracht haben. 107 Nationen waren bei uns zu Gast und die haben sicher Eindrücke mit nach Hause genommen, die was unglaublich sind und vor allem die Herzlichkeit und die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft der Steiermark aufgesaugt haben und mit nach Hause genommen haben und somit unvergessliche Momente auch transportiert worden sind. Herr Bürgermeister, jede weitere Frage würde diese herzlichen Worte zerstören. Recht schönen Dank, Herr Bürgermeister Jürgen Winter. Alles Gute weiterhin in deinem Amt. Aus Öblan haben wir 6 junge Burschen hier auf der Bühne, und zwar die Wetterloch Blues, und sie haben jetzt eine Polka für uns vorbereitet. Ich und der Mond. Eine der besten Tanzmusiken, die es gibt im gesamten Alpenraum, das war die Wetterloch Blues, sind Kinder dieser Gegend im etwas weiter gefassten Sinne. Und jetzt kommen wir zu den Weißenbacher Sängern. Vielleicht können wir jetzt ein kleines Ratespiel sogar machen, ganz ein kurzes. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, wie viele Ortschaften es in Österreich gibt, die den Namen Weißenbach tragen? Herr Bürgermeister, hast du Ahnung? Wir haben allein 3, glaube ich, im Bezirk. Also es werden schon einige sein, die was in Österreich weit Weißenbach tragen. Also gehen wir mal davon aus, dass es dann sicherlich über 30 sein werden. Herr Bürgermeister, hat ein Gefühl, oder hast du es gewusst vielleicht? Es sind 32 Orte in Österreich, die Weißenbach heißen. Und das ist Weißenbach bei Haus, wo die Weißenbacher Sänger herkommen, bei Haus im Ennstal. Das ist ja da mit der Skischaukel, Schladming,
verbunden, also da geht von drei Tollen geht's weg, nicht bis nach Hause im Enstal kann man fahren, ohne dass man jemals die Ski anschnallt, außer zum Gondelfahren natürlich. Jetzt aber kommen wir zu den Weißenbacher Sänger. Ich hoffe, ihr seid gestellt, Burschen, für euer erstes Liedl, Kreuzlustig. Zwei Frischauen im Hut auf der Seite und da steht Kreuzlustig mit Ulmeiner Schneid. Hoch über den Knipf und den Beitel brav gehört. Lust auf, erst auf Scheppert, wo's kostet die Welt. Mein Schatz ist voll Zauber, ist lustig wie er wie, als Samtschlender Juchzer, sagen wir ihn und sie. Hola, wir tanzen und singen und jodeln als vor. Wohl wassen uns kalt, oft allein zinnigs Blut, bis bald meine Kuppert, bis regt uns lang gut. Schein heilig sein, wenn man nicht, gehört uns war schlecht, wo's gingen uns leiden, mir sagt uns schon weh. Das sind die Weißenbacher Sänger in den wunderbaren Trachten, die Sie als Radiohörer halt leider nicht sehen können, aber hören können Sie es, und das ist schon mal wichtig. Freddy Lettmeier, du bist der Chorleiter der Weißenbacher Sänger. Wie lange schon? Ich selber bin seit ca. 5 Jahren, aber die Sängerrunde gibt es schon 47 Jahre lang. Relativ jung für einen Männerchor, seit 1971. Und das Besondere ist, ihr habt noch Gründungsmitglieder dabei, gell? Ja, wir haben noch Gründungsmitglieder, die singen, sind tragende Stimmen noch. Und was mich auch mir besonders wichtig ist, dass wir auch Junge wieder dazu bringen, weil speziell im Männergesang ist das Murz schwierig, dass junge Leute wieder im Männergesang eintreten. Und bei uns ist das geglückt. Hast du ein Rezept dafür? Ja, angehen muss man es die Buben und Mut machen. Oft kennen sie es schon. Und fesche Liedl singen, das tust du sehen. Freddy, ich darf dich bitten, dass du wieder deine Chorleiterstelle einnimmst fürs nächste Liedl, das die Weißenbacher Sänger für uns vorbereitet haben. Wir haben ja heute eigentlich nur Gruppen da aus der Region Schladming und Umgebung, die uns diesen Frühschoppen gestalten. Und jetzt hören wir den Grazer Jodler von den Weißenbacher Sängern. Bitte sehr. Das war der Grazer Jodler von den Weißenbacher Sängern, nehmen wir jetzt der Walter Greiweister. Dieser Name sagt den Leuten da in der Gegend natürlich was. Der Vater war schon Bürgermeister von Niederöblan und auch langjähriger Bassist beim Donnersbacher Viergesang. Walter Greiweister Junior, du spielst die Tuba bei der Wetterlochblas. Und ihr habt ja in Öblan heuer wieder was ganz Besonderes, was sich nur alle 5 Jahre wiederholt.
Genau, Sepp, heuer in Öblan findet wieder das Öblaner Festspiel statt von der Paula Krocker, also die Hochzeit heißt das ganz genau. Und viele Hörer werden das schon kennen oder vielleicht schon mal gesehen haben. Alle 5 Jahre findet das statt und im heuer im Sommer findet es wieder statt. Anfang Juli gibt es die erste von 11 Aufführungen mit insgesamt 300 Laiendarstellern, mit Volksgesang, mit Musik, mit Tanz und dem Brauchtum, das da dargestellt wird. Ganz kurz dran tut sich eben ein Erzherzog Johann, der 1821 in Öblan zu Gast gewesen ist, bei einer Hochzeit, wo er Beistand gewesen ist. Und ja, auch wir von der Wetterdurchblas sind da mit einigen Rollen und anderweitig auch noch beschäftigt bei dem Festspiel. Auch musikalisch? Auch musikalisch. Es gibt in die Pausen, es gibt eine große Pause, da wird natürlich musiziert und da sind wir eingeteilt. Und 4, 5 sogar von unseren Musikanten, von unseren 6, haben sogar Sprechrollen beim Öblaner Festspiel. Also wir sind da ziemlich eingeteilt, ja. Und als Wetterdurchblas, wie geht es bei euch so zu übers Jahr? Habt ihr wieder Höhepunkte bevor? Naja, ein Höhepunkt ist sicher heute, dass wir da mitspielen dürfen beim Radio Steiermark Live-Frühschoppen. Es sind immer wieder Höhepunkte über das ganze Jahr verteilt. Wir spielen zum Beispiel nächste Woche beim Oberlandlerball im Stephaninsaal. Das ist sicher auch ein Höhepunkt. Und so dreht sich das ganze Jahr bei uns scheinbar um. Freuen wir uns, dass ihr da seid. Danke vielmals, Walter Kleimeister. Nimmst dein Tuba zur Hand. Ich kann mich erinnern, wie mein Junior, 3. Klasse Volksschule, hat der Musiklehrer gesagt, sie soll Tuba spielen. Und der Bub ist heimgekommen und sagt, Papa, jetzt hat der Musiklehrer gesagt, ich soll mit der Tuba anfangen zu spielen. Sag ich, ja, und? Ja, der Bub sagt, aber Papa, der hat ja einen Mundstück wie ein Joghurtbecher. Die Wetterloch bloß. Spiel uns jetzt eine Polka, die heißt einfach, es kostet ja nichts. Beim Radio Steiermark Frühschoppen, da aus der Hohenhaustenne in Schladming, kommt natürlich nichts aus der Dosen, sprich von der CD, sondern das ist alles live gespielt. Und live neben mir habe ich jetzt den Gottlieb Stocker, Vorsitzender des Tourismusverbandes. Gottlieb, wenn man ausschaut, man sieht lauter wintersportbegeisterte Menschen. Es brodelt die ganze Region vor lauter Wintersportbegeisterung und ich glaube, ihr habt heuer einen sehr, sehr zufriedenstellenden Winter. Ja, recht schönen Grüß Gott hier aus Schladming. Also der Winter, die Natur hat uns heuer sehr schön gemacht. Also wir haben sehr viel Schnee bekommen, wir haben die Temperaturen super, wir haben sehr viel Schnee machen können, auch mit unseren Maschinen. Also der Wintersport ist sehr gesichert. Schön ist auch mit der schönen Winterlandschaft, dass man auch die anderen Sportarten schön machen kann. Also Schneeschuhwandern, man kann schön langlaufen,
Touren gehen und auch Pferdeschlitten fahren, ist auch alles super in Ordnung. Wenn man da rausschaut, da geht die Sechsergondel auf, bis auf die Schofalm, bis auf die Bergstation. Die wird euch, denke ich, mit der Zeit ein bisschen skill, also Bergo-Strecken Europas. Ja, sehr erfreulich ist auch die Entwicklung vom Sommer. Wir haben natürlich, wie schon angesprochen, mit dem Radfahren, mit der Downhill-Strecke hier in Schladming sehr viel Erfolg. Aber es gibt sehr viele andere Sachen. Also wir haben sehr viel für Kinder machen wir. Es haben die Hütten sehr viel Spielplätze gebaut. Also es wird ein sehr gutes Sommerangebot gemacht. Und wir sind dankbar, dass wir auch die Landwirtschaft mit einbeziehen können, dass wir für die Bauern sehr viele Grundstücke bereitgestellt kriegt, wo wir unseren Tourismus stattfinden lassen können. Fein ist es, wir freuen uns, dass es so gut geht in Schladming. Danke vielmals, Gottlieb Stocker, alles Gute. Dankeschön. Ein Blos muss ich stickeln, das so richtig ins Ohr und ins Gemüt geht. Ein halbes Jahrhundert, die Stadtkapelle Schladming hat für uns gespielt. Meine Damen und Herren, die Sie uns in nahezu ganz Österreich zuhören, Sie werden vielleicht mit dem folgenden Ausdruck nicht ganz vertraut sein, außer da in der Gegend. Ausgapascht.
Ausgeappert heißt ausgeappert, also wenn die Landschaft wieder schneefrei geworden ist. Neben mir ist jetzt der Hans Rettenbacher von der Gruppe Waschecht und ich habe sie nicht immer so geheißen, Hans, gell? Herr Direktor muss ich eigentlich sagen, Herr Schuldirektor. Ausgeappert war euer ursprünglicher Name und jetzt heißt es aber Waschecht. Warum damals dieser Name? Ja, wir haben viele Veranstaltungen gespielt, immer mehr. Und dann haben die Leute gesagt, wie heißt sie eigentlich? Haben wir gesagt, wissen wir nicht genau. Dann haben wir so eine Umfrage gemacht bei unseren Damen und haben gesagt, ausgeappert, Spaß, denn wir sind so wie das frische grüne Kreisel im Frühjahr, was ausappert. Dann sind wir immer weitergegangen und sind immer mehr Instrumente dazugekommen. Wir haben immer weiter mit umgespielt. Wir sind draufgekommen, das versteht fast niemand. Wir sind oft falsch angekündigt worden. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir sagen, wir nennen uns anders. Und dann sind wir auf Waschecht gekommen. Also die Waschechten, weil wir einfach waschechte, handgemachte Musik spielen, ohne irgendwelche künstlichen Beigeschmäcke von MIDI-Files oder irgendwas. Also wir spielen jeden Fehler live. Ja, so soll es ja auch sein. Und es ist eine allgemeine Weisheit, wer noch keinen Föller gemacht hat, hat noch nie Musik gespielt. Es ist so. Und Föller ist eigentlich nur eine Variante, kann man sagen. Eigentlich gibt es ja schon ein Vierteljahrhundert. Ja, wir sind jetzt bald 25 Jahre in dieser Besetzung zusammen und haben schon weit über die Grenzen ausgespielt und wir freuen uns, dass wir heute auch da in unserer Heimat spielen dürfen. Die drei Lutzmann-Brüder sind mit dir in der Partie, also mit drei Brüdern spielst du zusammen? Ja, das sind meine Cousins und Nachbarn auch noch. Wir kennen uns seit wir auf der Welt sind und ungefähr so lange spielen wir schon. Also sind sie erst nicht viel mehr wie 25 Jahre. Danke Hans vielmals und stößt die um mit deiner Harmonie. Ein Walzer hören wir jetzt von der Gruppe Waschecht, der ursprünglich von den Bretullerbuben stammt, nämlich Frohe Stunden. Die Waschechten haben jetzt wieder für uns gespielt, den Walzer Frohe Stunden. Es wird ja immer wahrscheinlicher, dass wir auch die Waschechten gewinnen können für unser heutiges Radio Steiermark Gipfeltreffen am 8. Juli, gleich da im Nachbarort in Ramsau am Dachstein. Am 7. Juli dann mal schon wandern miteinander und am 8. Juli dann unser großes Radio Steiermark Gipfeltreffen. Da wird auch die Gruppe Waschecht dann
zu 99% zu hören sein. Wir sind noch bei den Endverhandlungen. Wie hat der Walter Greimeister früher gesagt, von der Wetterluftblase, von den 6 Musikanten sind 5 dabei, die eine Sprechrolle haben bei den heurigen Sommerspielen in Öblan. Ich weiß, dass der junge Schauspieler zu seinem Vater hat er gesagt, mein Papa, jetzt habe ich schon eine schöne Rolle bekommen, hat er gesagt, ich darf bei der nächsten Produktion einen Ehemann spielen, der seit 25 Jahren verheiratet ist. Jetzt hat der Vater gesagt, für den Anfang nicht schlecht, vielleicht kriegst du nächstes Mal schon eine Sprechrolle. Die Wetterluftblase jetzt mit dem Wetterluftblase mit dem Gumpeneckmarsch. Gumpeneckmarsch war das von der Wetterluftblase, wo auch der Walter Greimeister Hand angelegt hat in der Bearbeitung bei diesem Gumpeneckmarsch. Weil ich gerade früher von der Schauspielerei geredet habe und vom Theater, man sagt ja gerne, die Politik sei ein Theater, aber es gibt schon einen eklatanten Unterschied. Weil im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Jetzt kommen wir zu den... Jetzt kommen wir zu den Weißenbacher Sänger. Sie sind Scherzlirl mit dem Fest zusammentraten. Bitte, meine Herren, wenn es alles austeilt hat, können wir es anhören. Ah, ich sag's an Schessen, ah, und als an Jung, und an Gürntels an Lirn, Burs a Fischer, Burhom. Und an Gürntels an Lirn, Burs a Fischer, Burhom. Mit Fest am Braten, du Lade, du Lie, du Lie, du Lie, du Lie, du Fest am Braten, du Lade, du Lie, 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 du Lie
muss man haben. Schöne Dirndln gibt's nur ein Schleit muss man haben. Mit dem Fest am Drandlare, du liehe, liehe, du liehe, liehe, du liehe. Mit dem Fest am Drandlare, du liehe, liehe, du liehe, ha, ha. Beim Tanzen nicht heust, kind man für mir dabei, Rinde in Nudeln mit Schwitz. Kind man für mir dabei, Rinde in Nudeln mit Schwitz. Mit dem Fest am Drandlare, Rulie, 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 Fest am Drandlare. Danke vielmals den Weißenbacher Sängern. In 3 Jahren werden sie dann ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Neben mir steht jetzt ein nahezu jugendlicher Urgroßvater. Das ist tatsächlich so, der Helmut Arzlinger. Aber du bist voller Frische und voller Tatendrang und du hast wesentlich mitgewirkt am Zustandekommen und auch an der Durchführung der Special Olympics voriges Jahr im März 2017. Deine Hauptaufgaben sind in der Kommunikation gelegen. Ja, das war so und da ist auch die Idee aufgetreten, dank Lions Österreich, dass wir eben als Anami nach einem Jahr zusammenkommen und diese wunderbare familiäre Gemeinschaft noch einmal Revue passieren lassen mit einem kleinen musikalischen Ausklang nach ungefähr einem Jahr. Wir dürfen aber in dem Zusammenhang an einen denken, das ist der Ossi Kohlmann, der immer... Der Andi Kohlmann. Andi Kohlmann, der immer, ist er da... unser Paradeathlet war und der da voriges Jahr im Sommer verunglückt ist. Und ich sage, das ist es wert, dass man nochmal zurückdenkt und schaut. Und diese Begegnung mit diesen Athleten, das war ja so besonders, das hat uns alle eigentlich sehr tief berührt und hat uns gezeigt, wie man eigentlich in der Gemeinschaft umgehen soll. Wir haben schon mal geredet heute im Vorgespräch darüber. Erstens einmal, dass der Andi Kohlmann ja zum Dank mit seinem Großvater jedes Jahr aufgegangen ist. Und genau bei so einem Gang ist dann dieses Unglück leider passiert. Aber du hast auch gesagt, wie die Athleten, die an den Special Olympics teilnehmen, untereinander und miteinander umgehen, wäre ein Vorbild für die gesamte Gesellschaft. Genau so ist es. Das hat uns tief berührt. Es gibt kaum wo so eine familiäre Begegnung wie unter diesen Athleten und wir sind da, muss man sagen, alle sehr, sehr nachdenklich geworden und dank Lions haben wir gesagt, müssten wir eigentlich da noch einmal zurückschauen auf diese wunderbare Veranstaltung und das ist uns heute gelungen da mit diesen ganz tollen Gruppen. Was hast du persönlich für dich mitgenommen von diesen Special Olympics? Du hast es gesagt, Sepp, ich bin ja immer der Jüngste, aber die Begegnung war eine der lehrreichsten in meinem Leben. Kann mir gut vorstellen. Recht schönen Dank, Helmut Arzlinger, für Erfolg weiterhin und alles Gute. Dankeschön. Die Gruppe Boschecht hat jetzt nochmal für uns Aufstellung genommen. Und zwar geht es jetzt thematisch quasi, ob ich in meine engere Heimat, in die Südsteiermark, da steht das Schloss Seggau, wo die neu gebildete Regierung sogar kürzlich getagt hat zum Kennenlernen, wie man gesagt hat. Und das ist das Schloss Seggau und das steht am Seggauberg. Und das Stickel heißt jetzt Gruß vom, nicht Seggau, nicht mit CK, Seggau mit Doppel-G, das ist bei uns unten. Gruß vom Seggauberg, bitte sehr, die Gruppe Boschecht. Thank you.
Sehr vielseitig die Gruppe Waschecht. Nach einem Intermezzo mit der Gitarre haben sie jetzt wieder mit zwei Harmonien gespielt und ich freue mich schon, wenn sie auch dabei sind, wenn sie am Gipfeltreffen 7. 8. Juli Ramsau am Dachstein. Gestern haben wir da probt und es sind natürlich viele Leute gekommen, viele Skifahrer schon zum Après-Ski von der Piste und da habe ich draußen zwei Männer zugehört, zwei Freunde offensichtlich, auf der einen gesagt, was tust du nächstes Wochenende? Da hat er gesagt, ja, nächstes Wochenende, da fahre ich mit meinem Buben aufs Land und die lassen einen Drachen steigen. Und du? Dann habe ich gesagt, ja, ziemlich das Gleiche. Eine Bergtour mit der Schwiegermutter. Die Wetterlochblas hat jetzt für uns eine Polka vorbereitet, die heißt Das Schneidige. Es ist alles spielbereit, ja, fertig lachen und dann geht's los. Irgendwer hat da eine Schwiegermutter-Affinität anscheinend. Gehen wir's an, Burschen. Radio Bolz zum Tanzen einladen, die Wetterlochblas. Wir sind ja mitten in der Ballsaison, in der Vorfaschingszeit oder eigentlich eh in der Faschingszeit. Das ist ein heimgegangener Ehepaar vom Ball und am Heimweg hat die Frau gesagt zu ihrem Mann, hat sie gesagt, na unvorstellbar, was du wieder für einen Blödsinn zusammengeredet hast heute am Ball. Gott sei Dank hat keiner überrissen, dass du nicht rausschickt bist. Die Gruppe Waschecht nochmal mit einem Walzer beim Leiten Almbründel. Thank you.
Die Waschechten haben uns heute viel Freude gemacht in dieser Frühschoppenstunde, genauso wie die Weißenbacher Sänger und die Wetterlochblas. Und ausklingen tun wir heute mit der Stadtkapelle Schladming. Die Stadtkapelle Schladming feiert in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich ihr 175-jähriges Bestehen. Und der Jahreshöhepunkt wird sein das Frühjahrskonzert dann am 25. Mai, da im Kongress und in Schladming. Und da sind Sie alle herzlich eingeladen. Es gibt beim Radio Steiermark Frühschoppen in der Rückschau immer so mehrere Kategorien. Einmal ist es ein Bierzelt-Gaudi, dann ist es wieder was Adventlich-Besinnliches. Dieser Frühschoppen da in Schladming, glaube ich, als Nachklang der Special Olympics 2017, war ein herzerwärmender, herzenswarmer Frühschoppen. Dafür danke euch allen. Und wir klingen jetzt aus mit der südböhmischen Polka. Einen wunderschönen Sonntag noch. Übertragung mit Sepp Leubner aus der Wohnhaustenne in Schladming. Tontechnik Norbert Stadelhofer, Hannes Pieber und Axel Pfundner. Leitung der Übertragung Karl Lenz.